Moin, Marvel Freaks. Hier ist euer Elektrobömmatze, genau. Endlich habe ich es geschafft. Endlich habe ich mal geschafft, mir das Episode 9, Episode 9 She-Hulk. She-Hulk Video anzuschauen. Ist gerade vorhin. Vor einer halben Stunde habe ich es mir endlich angeschaut. Und also, ich hatte ja schon. Also für die Leute, die es nicht kennen, fangen wir gleich mal voran. Für die Leute, die es nicht kennen, meine Videos nicht kennen oder allgemein über dieses, es ist halt ein Feedback-Video mit Spoilern. Also ich rede ja wirklich über alle Details, was ich so rausgefunden habe, was ich so gelesen habe. Also, nur dass ich euch nicht den Spaß verderben möchte. Darum ist es halt einfach so, dass ihr das Bescheid wisst. Darum, wer halt die Serie noch nicht gesehen hat, schaut sie euch an. Es ist bei der Serie so, dass die Serie sehr gut startet, dann echt gut abflacht, aber dann noch mal gegenüber von Episode, gegen nachher ab Episode 7, ach, geht's richtig, und jetzt 9, ist natürlich noch mal alles abgeschlossen. Also diese Episode hat wirklich echt alles abgeschossen. Außer natürlich ein Haken, was mir nicht gefällt, da rede ich aber noch drüber. Aber nur, dass ihr es erstmal wisst, wie ihr sagt. Ja, die Folge 9 heißt, wo ich dann schon geguckt habe, wessen Serie ist das nochmal? Da habe ich schon gedacht, oh, die Frage. Und darunter steht Beschreibung bei Disney Plus, ihr Jen gerät mit dem gesetzten Konflikt und versucht ihr Leben wieder in die richtige Bahn zu lenken. Ja, aber wo ich dann gelesen habe, wessen Serie ist das nochmal? Da habe ich mir schon gedacht, ah, vierte Wand. Vierte Wand, ja, ihr wisst ja selber, She-Hulk ist die, die gerne mit uns, mit dem Publikum redet. Und für die Leute, die vielleicht dann, ja, aber Deadpool macht das auch. Ja, aber Jennifer, She-Hulk ist die, die damit angefangen hat. Also She-Hulk war das damals schon in den Comics so, bevor das Deadpool überhaupt aufgenommen hat. Bei Deadpool wird es ja auch so erklärt, dass er verrückt ist. Bei She-Hulk gehen die Leute nicht darauf ein, warum sie redet, aber ja, ist so. Aber wie gesagt, das wird noch. Ja, das war jetzt in Episode 9. Ich habe erst ein bisschen gedacht, die Serie, die Folge, die das Finale von Episode 9 geht ein bisschen länger, aber es hat sich daran nichts geändert. Also, denn die finale Episode-Folge geht auch nur 35 Minuten. Die Folge davor ging 36 Minuten. Also im Durchschnitt geht jede Folge von She-Hulk eine halbe Stunde. Aber ich muss sagen, hat für jetzt für die finale Episode völlig ausgereicht. Ja. Also bin echt begeistert, was sie sich haben einfallen lassen. Also da kann man echt nur sagen, Wahnsinn, ja. Weiß ich nicht. Also, wenn ich jetzt dran denke, ja, ihr wisst ja, da, der ist jetzt frisch rein, ja, Thor Love and Thunder, ja, oh, Thor Love and Thunder, ja, der Mann war der schlecht, ich glaube auch, ich packe den zwar aus, aber ich schau mal den nie wieder an. Ich kann das nicht. Ich habe den Thor Love and Thunder auch bloß einmal im Kino gesehen. Und für mich, für die Leute, die mich kennen, die sagen, ja, echt, Matze, nur einmal, ja. Da musste man, ja, der war scheiße. Der war einmal, ja, das Thor echt. Also Smart Hulk ist ja schon ein Witz, ja, aber das Thor Love and Thunder, das ist ja, geht ja mal ja nicht, weißt du? Geht ja mal ja nicht. Naja. Gut, aber auf jeden Fall, der ist jetzt draußen, könnt ihr euch kaufen. Ja, ich muss natürlich auf Blu-ray, auf Steelbook haben. Ich habe ja nun mal fast alle Filme. Die ersten habe ich nicht, die muss ich mir nochmal nachholen. Die habe ich noch original, weil Steelbook von den MCU-Filmen kam erst später. Genau. Aber wir reden jetzt über She-Hulk, genau. Ja. Also ich habe mir die vorhin angeguckt und war ich begeistert. Ich hatte ja schon im Internet einige Sachen gesehen, weil wenn man wirklich nicht gespoilert werden will, doch mal nicht online gehen. Aber naja, das ist heutzutage immer schwierig, ja, genau. Ja, da habe ich dann schon gesehen, wen der halt mitbringt und wie der aussieht und wo ich mir da gedacht habe, oh Mann, das Smart Hulk war schon übel, aber das war echt, naja, gut. Ja, auf jeden Fall bin ich mit dieser Folge echt zufrieden, hat die Serie, das ist echt ein fantastisches Finale gewesen, wirklich ein MCU-würdiges, also richtig geil, wo man gesagt hat, das hat gepasst. Und die Tatjana Maslany ist wirklich eine super Darstellerin für Jennifer Walters. Alter, da bin ich. Mit ihr bin ich super, super begeistert. Ich kann ja nur sagen, richtig geile Wahl. Aber da hatte Marvel schon immer ein Händchen für die richtigen Leute zu sagen. Außer vielleicht jetzt, wo ich sagen muss, denn aktuell Gerüchten oder soll sogar schon bestätigt sein, hat Harrison Ford
für General Ross unterschrieben, genau. Der Schauspieler für General Ross, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der ist ja leider von uns gegangen. Letztes Jahr, was letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres, genau. Und diese Figur muss ja ersetzt werden. Du kannst diese Figur nicht einfach wegfallen lassen. Schon allein wegen Red Hulk soll er kommen und wegen den Thunderbolts. Dann soll er einen Auftritt haben. Dann soll er einen Auftritt haben bei Captain America New World Order. Aber wie gesagt, Harrison Ford, ich weiß nicht, weil ich immer, wenn ich Harrison Ford sehe, sehe ich halt immer nur Indiana Jones. Und ich finde einfach, Harrison Ford ist viel zu alt für die Rolle. Ich denke mal, der General Ross soll noch ein paar Auftritte haben und die Filme sind ja jetzt geplant. Ich habe letztens meinen Final Countdown aktualisiert bis auf 2026 und wer weiß, ganz ehrlich, wir haben jetzt Ende 2022, wir nähern uns zum Ende von 2022. Wer weiß, was in drei Jahren ist? Wer geht die Wäldchen unter? Weiß man nicht, darum... Das ist ein bisschen. Ich hätte eher einen unbekannteren Schauspieler genommen. Naja, das ist jetzt so meine Meinung. Aber mal abwarten. Weißt du, vielleicht überzeugst du mich noch, wie er sagt. Auf ihn kann man nicht auf Zukunft bauen. Das ist einfach so. Was ist passiert zu viel? Guck mal, Chadwick Boseman. So. Ja, damit kann man nicht rechnen. Naja, auf jeden Fall. Gut, wir reden jetzt über. Wir reden jetzt genau immer noch über Episode 9 von She-Hulk. Genau, wir sehen wie immer, aktuell gucke ich mal nach. Es hat sich was getan bei Rotten Tomatoes. Also die Serie selber hat immer noch, hat 87% fresh. Finde ich auch völlig in jetzt Bewertung in Ordnung. Da die Folge gegen Folge 8, 9 hat das echt rausgerissen. Einige Leute haben gesagt, oh nee, ja, den kann ich dann nur empfehlen. Bleib dran, es wird noch richtig gut. Genau. Und darum steht das Tomatometer bei Rotten Tomatoes aktuell bei 87%, bei Critical Rating 565. Die Audience Score ist ein bisschen gesunken auf 35%. Und bei User Rating von 15.838. Also, aber trotzdem, all die Kritiker sind begeistert. Naja, das ist es ja. Ich werde jetzt. Ja, wie gesagt, bin begeistert von dem, was sie gemacht haben. Ich hätte mit einigen Sachen gerechnet. Ja, wie gesagt, ich wusste ja vorher schon, dass der Hulk wieder auftaucht. Ist auch cool. Aber dass er das echt, das volle Programm nochmal aufbauen, das hätte ich nicht gedacht. Also da kannst du echt nicht meckern. Genau. Oh. Aber wir fangen gleich mal an. Ich habe den coolen Text rausgesucht, weil ich noch nicht wusste, weil ich gar nicht mal wissen wollte, was das Kevin, das hat er ja gesagt, ich wollte nicht nochmal zurückspulen, was das Kevin nun bedeutet. Hat er ja gesagt auf Deutsch. Hier bei Kino.de steht es nur auf Englisch. Das werde ich euch mal vorlesen. Text mal, da steht doch nochmal einiges drauf, was ich auch nicht so mitgekriegt habe. Man kriegt ja nicht alles mit, dafür muss man die Folge 1, 2, 3 für mal sehen. Ihr habt jetzt sie einmal gesehen, gucken wir sie aber trotzdem nochmal an. Auf jeden Fall ist das Geilste mit. Für mich persönlich der Anfang von wie diese Episode gestartet hat, diese Szenen, wie es damals bei der Hulk-Serie war, oder im Stil von der Hulk-Serie von damals mit wie heißt er, jetzt muss ich googeln, Hulk-Darsteller, Lufferinho, nee, Hulk-Darsteller. Da, genau, Bill Bixby, die Hulk-Serie von 1977, genau, da hat sich ja Lufferinho hat ja den Hulk gespielt und die haben echt die Anfangssequenzen umgeschrieben, genommen, die Szenen so gedreht, wie damals das bei Bill Bixby mit Hulk war und das auf und das jetzt auf Schier, ey, das ist ja mal pornomäßiger geiler Nord Fanservice, also das ist ja mal richtig cool. Also da ich echt gefallen, ja, wow, mal richtig. Da muss man erstmal drauf kommen. Ja, aber da sieht man wieder, wie perfekt man alte Schule mit neuer Schule verbinden kann. Das ist einfach so. Darum, das haben sie richtig gut gemacht. Diesen Anfang. Und nochmal der Rückblick auf, wie es alles ist. Ah, das müsst ihr euch angucken.
Ich hab neue Feuer und kann sagen, Kevin, geil. Drehbuchautoren, richtig geil, ihr kreativen Köpfe, das habt ihr euch jubelt. Ich war mega begeistert. Ich war mega mäßig begeistert. Doppel Daumen hoch. Nee, das war richtig gut. Also, ich echt gesagt, ja, richtig geil. Ja, das war der Anfang. Und dann, es geht halt in dieser Folge darum, dass Ski halt ja beim letzten Mal verhaftet wurde, weil er einen Ausraster hatte, und dann wurde ins Gefängnis gesteckt, natürlich ins DODC, genau, das, oder Büro Damage Control, genau, ins Gefängnis der Damage Control, genau. Genau, und jetzt lese ich euch nochmal genau den Text vor, wie es genau abgeht, und dann gebe ich noch meine Kommentare zu. Aber den Text finde ich gut geschrieben, ja. Und dann gehen wir nochmal genau in alles rein und das genau, wie es abläuft. Also das müsst ihr euch zuhören. Wie ihr sagt, das ist mega geil gemacht. Ja, also. Man hätte es erahnen, hier steht es, man hätte es erahnen können. Natürlich sorgt Ski halt die Anwälte mit dem Brecher der vierten Wand für das bislang abgedrehteste Finale einer Serie aus dem Marvel Cinematic Universe. Immerhin spielt Jennifer Walters alias She-Hulk Tatjana Maslany schon zuvor immer wieder damit, das Publikum direkt anzusprechen. Folge 9 setzt dem Ganzen jedoch eine Krone auf. Dabei erwartet uns ein scheinbar völlig generisches MCU-Ende, genau. Nach dem öffentlichen Ausrastern aus Folge 8 wurde Jen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, inklusive einer Fußfessel, die verhindert, dass sie sich in She-Hulk verwandeln konnte. Damit verlor sie auch ihren Job als Anwältin in der Abteilung für Supermenschenrechte, musste letztendlich sogar wieder bei ihren Eltern einziehen. Auf der Suche nach Verständnis für ihre Lage macht sie sich auf zu Emil Blonsky alias Abomination Tim Ross, wo sie die erste große Wendung des Finales erwartet. Blonsky tritt auf seinem Anwesen als Redner bei einer Veranstaltung von Intelligenzia auf. Genau jener Gruppe, die Aufnahmen aus Jens Leben veröffentlicht hatte, die sie zum verhängnisvollen Wutausbruch veranlassen. Als Hulkling und Gründer von Intelligenzia gab sich Milliardär Todd Phillips John Bezos zu erkennen, mit dem Jen ein schreckliches Date hatte und der ein schrecklicher Klient ihrer Anwaltskanzlei war. Genau, das ist erstmal das Große. Und jetzt kommen wir zu dem, was einige mal ansprechen. Intelligenzia, ja genau, im Comic selber ist es ja nun mal eine Gruppe von Superbösewichten, und hier ist es einfach bloß gegründet von Josh. Und das ist das, wo ich dann wieder sage, klar sind Theorien cool, aber das MCU hält sich wirklich vage an den Vorgaben von den Comics. Also darf man wirklich die Comics nicht so sehr drauf bauen, auch wenn das immer noch Comic-Verfilmungen sind, aber das MCU macht das halt. Und das finde ich ein bisschen schade, man, die hätten sich da ein bisschen mehr anstrengen können, ein bisschen mehr was einfallen lassen können, halt, dass es halt vielleicht noch ein bisschen mehr, weiß ich nicht, spektakulärer wird. Aber wie gesagt, die Intelligenz, ja, diese Konstellation gibt es halt nur als Gruppe von gegründet von Josh. Genau. Und jetzt geht's weiter. Jetzt wird's richtig interessant. Genau. Dank einer heimlich entnommenen Blutprobe von Josh von She-Hulk verwandelt sich Todd selbst in einen Hulk, bevor das Original alias Bruce Banner und Titania plötzlich die Szene betreten und ein chaotischer Kampf entbrennt. Genau, das ist das. Das ist das Coole. Jetzt kommen sie nochmal alle zusammen. Mark oder Hulk taucht auch mal, Ruffalo, Titania, Jamil taucht auch mal auf, wo ich auch gedacht habe, ja, die muss nochmal auftauchen. Wo ich gedacht habe, ja, das wird das große Finale. Nee, ist nicht, denn jetzt wird's abgedreht vom Feinsten. Genau. Abgedreht von, weil darauf, wie sie es jetzt gemacht haben, da muss man erstmal richtig kommen, und das finde ich richtig geil. Das ist wirklich, wo ich sagen muss, fantastisches MCU, fantastisches Finale. An diesem Punkt hatte Jen genug von dem unsinnigen Treiben und Schloss, den Restriktionen ihrer eigenen Serie zu entfliehen. Genau. Über das Marvel-Auswahlmenü von Disney Plus schwang sich sie sich in die Marvel Studios, wo sie erst die Autorin rauf aufsuchte, bevor sie sich zum wahren Anführer des MCU begab. Kevin, hier ist Kevin. Wir trafen allerdings nicht Marvel Studios Boss Kevin Feige persönlich, sondern eine KI mit dem Namen Knowledge Ancient Visual Internet Connectivity,
Nächstes Jahr, ich muss an meinem Englisch arbeiten, genau. Da muss ich nochmal genau gucken, wie das wirklich ausgeschrieben heißt, genau. Das wäre cool gewesen, wenn das wirklich Kevin Feige gewesen wäre. Aber ich glaube, das wollte er sich nicht geben. Heißt, aber ich würde das gut lösen mit dieser KI. Genau, mit dem Kevin. Also, das, wo ich dachte, da betrifft den Verantwortlichen. Ja, und du siehst im Hintergrund halt die ganzen Filme, was so passiert ist und so was so läuft, die ganzen Kämpfe von Thor, Tag der Entscheidung, Avengers Age of Ultron, der Kampf gegen Thanos, alle Szenen so laufen im Hintergrund. Dann siehst du überall die Comics stehen, den ganzen Raum, das passt doch, das passt. Was mich mal wirklich interessieren würde, ist, ob die Marvel Studios, so wie man sie jetzt sieht in der Folge, ob die wirklich so aussehen oder ob das bloß eine Kulisse ist. Aber mich würde das nicht wundern, wenn das wirklich die Kulissen ist, wenn das wirklich 1:1 ist. Dass das wirklich so ist und die gesagt haben, komm, wir machen das, wir bauen das ein. Das wäre cool, dass man sie sieht, weil ich selber weiß ja nicht, wie die Marvel Studios aussehen und auch dieser Eingangsbereich und sowas alles, ob das alles nur gebaut ist. Aber ich denke mal schon, die sagen sich auch lieber so realitätsgetreu wie möglich. Wäre cool, wäre. Vielleicht erfährt man das mal noch. Oder das muss ich mal im Internet suchen. Genau, auf jeden Fall trifft sie dann auf Kevin. Knowledge Ancient Visual Interconnectivity Nexus, kurz Kevin. Ja, und der hat das Ding, die Drohne oder die KI tragt sogar das typische Baseball-Cap, genau wie Feige in der Wirklichkeit ist Kevin im MCU dafür zuständig, die Geschichten der Marvel-Heldinnen und Helden zu entwickeln, nur dass die Maschine eben einen Unterhaltungsalgorithmus nutzt. Ja, das ist halt genug. Und Jennifer macht jedoch erfolgreich klar, dass das bisherige Finale ihrer Serie keine Sinn ergebe, setzt entsprechend eine gravierende Änderung durch. Die Handlungsstrang mit ihrem geklauten Blut wird entfernt, wodurch Todd sich nicht mehr in Hulk verwandeln kann. Bruce kehrt nicht extra aus dem Weltall zurück, um sie zu retten. Abomination verwandelt sich zurück in Emil, der für seine Taten gerade stehen soll. Und das Ende findet jetzt bei Tage statt, inklusive Daredevil, denn sie wollte Daredevil wiedersehen, genau. In dieser Meta-Humorflut verstecken sich auch einige Leckerbissen für Marvel-Fans. Wenn Kevin Schierk auffordert, sich offscreen zurückverwandeln, weil die Spezialeffekte Leute schon im nächsten Titel arbeiten, ist das Black Panther-Thema zu hören. Weil uns als nächstes Black Panther, Wakanda Forever in den Kinos erwartet. Jen fragt stellvertretend für die Fans, wann denn endlich die X-Men auftauchen, womit die Superheldinnengruppe erstmals namentlich im MCU erwähnt wurde. Die Einwände von Kevin, dass Bruce Banner im Finale dabei sein müsste, um zu verraten, was er jetzt die ganze Zeit überall auf Sakaar getrieben hat, wischte Jen mit dem Kommentar zur Seite, dass man sich das für den Film aufsparen sollte, was uns zum nächsten Punkt bringt. Genau. Jennifer hat die X-Men erwähnt. Die Special-Effekte sind so teuer, also muss er sich offscreen-mäßig verwandeln. Ey, ist das genial. Ist das genial? Oder ist das genial? Alter, es ist ja mal megamäßig genial, sowas zu erwähnen. Genau. Und ja, das Special Team arbeitet halt an den nächsten am Black Panther. Naja, ich habe mein Ticket. Genau. Und jetzt kommt das, was mich ein bisschen gestört hat. Genau, MCU enthält Zuhüchse. Der Hulk, da. Ja, im ersten Fast and Furious-Stil kam am Ende des Jens ganze Familie und Daredevil zum Essen zusammen. Dazu gesellt sich auch Hulk im Dominic Toretto-Gedächtnis-Outfit. Das wusste ich gar nicht, dass Dominic das ist. Das siehst du? Habe ich was dazu gelernt. Dabei erfahren wir dann doch, was den Marvel-Helden am Anfang Shield nach Sakaar zurückgebracht hat. Sein Sohn Scar, Will Deusner. Fans hatten mit solcher Erhöhung bereits seit Wochen gerechnet. Immerhin hatte Hulk bereits in den Comics einen Sohn namens Scar. Und das ist das, was mich stört. Der Sohn, der also der Will Deusner, keine Ahnung, der Scar, der sieht ein bisschen weich milchmäßig, also Milch, also so weiß ich nicht, so richtig bubihaft aus. Also in den Comics ist Scar richtig genial. Der sieht ja richtig wild aus und so. Aber ich sag ja selber, der Smart Hulk ist nicht so meine Welt. Das ist für mich echt, wo ich dachte, wow, muss das sein, muss der so aussehen? Und jetzt der Hulk so, naja, der passt eigentlich zum Vater. Genauso eine Weichflöte. Er hat hier für ihn auch die Frisur vorne alles ab. Vorne alles weg. So wie bei Jet Li in dem Film hatte. Wie manche Mönche und hinten dann halt die Haare. Aber hier oben alles. Hätte man das nicht wenigstens 1:1 übernehmen, mit der Frisur 1:1 übernehmen können. Die lange Haare so. So. Oh ja, nee, ich gefällt mir nicht. Also das ist das Echo, was ein, so wie ich sagen muss. Oh nee. Oh nee. Oh ne, der Sky gefällt mir ja auch nicht. Naja, wir werden sehen. Genau.
Und dann geht es natürlich weiter. Und hier könnte theoretisch jetzt Kommentar Kevin, soll sich das alles für den Film auch schon ins Spiel kommen. Denn es kam tatsächlich schon vor einiger Zeit Gerüchte auf, dass Hulk einen eigenen Film erhalten soll, der angeblich den Arbeitstitel World War Hulk trägt. Der, die gleichnamige äußerst beliebte Comicreihe baut auf Hulks Abenteuer auf Sakaar auf, wo seine Frau starb. Die Schuld dafür gab er den Marvel-Helden auf der Erde, die ursprünglich nach Sakaar verbannt hatten. Als Rache überfiel der grüne Wüterich, weswegen in World War Hulk die Erde besiegte alle Heldinnen und Helden, die sich in dem Film entschädigt. Die Enthüllungen im Schial passen also durchaus zu dem Gericht, aber auch nicht wirklich. Immerhin ist der Hulk hier am Ende schon auf der Erde und äußerst entspannt deswegen einen Vorfall bräuchte, um einen Krieg praktisch alle zurechtzuführen. Der Tod seines Sohnes, Scar, könnte solch ein Vorfall sein. Wir müssen jedoch wohl über einfach, was die Verantwortlichen und Kevin Feige geplant haben. Genau, das ist das. Es kann möglich sein, dass der Sakaar vielleicht stirbt und dass der Hulk dadurch wieder in seinen alten Zustand, das wäre cool, zurückverfällt und dann halt den World War Hulk beginnt. Aber wir werden sehen. Ja, beim Hulk ist es so, nur zur Info am Rentner oder mal direkt. Beim Hulk ist es so, die Rechte des Hulk sind so hingelegt, dass der Hulk nie in Solo-Film auftreten durfte. Also im MCU. Darum auch diese Buddy-Movies mit Thor zusammen. Also das durfte er nicht. Und das ändert sich aber nächstes Jahr. Nächstes Jahr fallen die Rechte dann komplett wie die X-Men und Fantastic Four, die gekauft wurden von Disney an Disney oder Marvel zurück und dann dürfen die halt jetzt endlich Solo-Filme mit dem Hulk machen. Dann wäre halt die Sache mit World War Hulk. Wäre cool. Ich hoffe mal, dass der Hulk dann immer richtig alt, richtig böse wird. Genau. Das ist es. Aber wie gesagt, der Sakaar gefällt mir jetzt gar nicht. Genau, das ist nicht. Ah, nee, ist nicht. Naja, und dann gibt es noch eine schöne, endlich mal wieder eine Post-Credit-Szene. Genau. Und Amy Blonsky dürfte es auch spannend werden, denn Wong kommt mit dem Slingring und holt ihn ab. Diesmal für immer. Wong hat offenbar einen neuen Mitbewohner am Kamatage gewonnen, mit in der Leidenschaft der Serie, wenn vielleicht einige Bingeabende veranstalten kann. Wo wir die beiden wieder nicht derzeit irgendwann gezeigt. Dasselbe gilt auch für Jennifer Walters. Staffel 2 von She-Hulk wurde bislang weder dementiert noch bestätigt. Ein Wechsel auf die große Weiland alias Kinofilme schloss Kevin im Finale zwar aus, aber das durfte man auch mit Schatz. Das ist das. Früher oder später werden wir sie in einem MCU-Film sehen. Genau, spätestens wenn die neuen Avengers kommen. Das ist das. Aber sie wird nämlich, denke ich mal auch, das werden die auch parallel machen, sie wird auch in der Daredevil Born Again Serie auftreten. Denke ich mal, einige Folgen zu sehen sein. Die soll im Winter 2024 stoppen. Und da warten wir ab. Ja, aber wie gesagt, dass durch mit diesem Durchbrechen der vierten Wand, durch das Menü, durch das Durchgehen in die Marvel Studios, da habe ich mal gedacht, wow, richtig geil. Ich habe das hier gefeiert, Leute, ist da richtig geil. Also einige sagen ja im Internet, das ist lächerlich und das nimmt dem MCU selber so die Ernsthaftigkeit. Aber dann sage ich mir ganz einfach, Leute, wisst ihr was? Das ist eine Comic-Verfilmung, das ist ein Film, das ist leider nicht echt. Ganz einfach, und das ist einfach so. Das ist ein Comic, da ist alles möglich. Multiversum, Omniversum und was nicht alles. Also, darum. Das war in den Comics damals schon so mit dem vierten Wand und jetzt haben sie halt einen draufgesetzt und sie haben es richtig gemacht. Also, das nimmt auch nicht die Ernsthaftigkeit, auch wenn Ant-Man kommt und Quantumania und Kang und wie sie nicht alle heißen und wenn die Fantastic Four kommen und die X-Men und was nicht alles und Secret Wars und Kang-Dynastie und was uns nicht noch alles in Zukunft erwartet. Leute, das ist eine Serie, die haben sich jemand ausgedacht. Und das ist auch gut so. Und das ist das, was aktuell läuft. Und das ist das, was noch weiterläuft. Auch wenn wir nicht sagen können, was in 4 Jahren ist, auch wenn die Filme geplant sind, auf jeden Fall fand ich das geil. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass Kevin Feige nicht selber aufgetreten ist. Aber es passt halt zum MCU, dass es da halt so eine KI ist. Und die das alles steuert. Man hat sie gesehen und ich fand diese Folge richtig. Also diese Folge hat echt die Serie nochmal richtig alles. Bam, hat die alles nochmal rausgeholt, da richtig sagen, wo ich sagen muss. Das war gut. Ja, auf jeden Fall war das meine Meinung und kann nur sagen, wir freuen uns. Die nächste Serie wird Secret Invasion. Oh, wo ich dann sagen muss, erinnert mich stark an Civil War.
Freue mich auf jeden Fall, Nick Fury wieder zu sehen. Jetzt stoppen wir hin auf Black Panther, war keiner Forever. Der startet ja nicht mal mehr in knapp 3 Wochen. Genau. Nächste Woche schaue ich mir erstmal Black Adam an. Der Rest sehen wir dann. Naja, auf jeden Fall, das war meine Meinung, mein Fazit zum Serie. Ich bin begeistert und nur sagen, wer sich die Serie noch nicht angeschaut hat, schaut sie euch an. Es lohnt sich definitiv. Und danke, danke Jennifer Walters, aka She-Hulk, aka Tatjana Maslany, für Erwähnung der X-Men in MCU. Schön, dass du mal, Kevin, gesagt hast, was Phase ist und wie es weiterläuft. Das hast du gut gemacht. Und sonst, genießt den Moment, bevor es Erinnerung wird. Lasst es euch gut gehen und ja, sehen uns spätestens zu Black Panther, Wakanda Forever oder auch vorher. Lasst euch überraschen. Bis dann, euer Elektroboy Matze. Macht's gut!